Hey Leute, was geht? Tyson wieder hier für Athletic Statics und herzlich willkommen zu einem weiteren Theorie-Video, Freunde. Es ist wieder soweit, es gibt wieder Knowledge-Content für euch. Ihr habt es euch gewünscht, Freunde. Und nicht nur Knowledge-Content, sondern wir haben gerade auch den Spring Sale. Also wenn ihr was sparen wollt bei Athletic Statics, jetzt ist eure Chance. Link ist wie immer in der Beschreibung. Vielen Dank. Kuss auf die Nuss. So, jetzt aber zum heutigen Thema. Und zwar geht es darum, wie lange solltest du optimalerweise trainieren für maximale Gains, damit du ja nicht im Training katabol gehst. Denn unter meinem letzten Vlog, wo ich ja mein Training gezeigt habe, da habe ich erwähnt, dass ich jetzt 2,5 Stunden im Gym war und jetzt essen gehen möchte. So, dann haben sich einige gefragt, Moment mal, 2,5 Stunden? Das riecht doch katabol. Dann haben sie nämlich gesagt, pass auf, wie sieht das denn aus? Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe mal gelesen, dass man nur 60 bis 90 Minuten trainieren darf, weil dann wird man katabol oder geht man katabol, keine Ahnung, was dann eintreffen soll. Auf jeden Fall passiert irgendwas Kataboles. So, deswegen werden wir im heutigen Video klären, wie lange ihr denn jetzt trainieren solltet, wie lange ihr trainieren dürft. Und ihr werdet merken, ihr müsst euch gar nicht so sehr ins Höschen pinkeln. Denn, meine Freunde, katabole Prozesse habt ihr ständig. Wir haben immer katabole Prozesse, also abbauende Prozesse und aufbauende Prozesse. Und ein ganz toller abbauender Prozess ist tatsächlich Training. Wir gehen ja ins Training, wir setzen einen Reiz, wir wollen Gewebe zerstören oder einen Reiz auf Gewebe setzen, damit neues Gewebe aufgebaut wird. Und das ist nun mal von vornherein ein sehr kataboler Prozess. Ich denke mal, bei dieser Behauptung, ich weiß nicht, worauf die sich bezieht, geht es um das Stresshormon Cortisol, ja, dass halt nach einer gewissen Trainingszeit im Training dann ein so hoher Cortisolspiegel aufgebaut wurde, dass der die anabolen Prozesse nach dem Training überwiegt. I don't know, wo das herkommt. Kann sein, dass das irgendwie sich da mal einer bei gedacht hat. Ist aber Quatsch. So, also ihr habt immer katabole Prozesse beim Training. Das ist auch gewünscht, weil wir wollen ja auch einen Reiz setzen, damit der Körper sich anpassen muss und nachher wieder aufbaut. Und das andere Thema ist, 60 bis 90 Minuten Training sind nicht immer 60 bis 90 Minuten Training, weil wir wissen nichts über den Fortschrittsgrad von demjenigen. Wir wissen nichts darüber, wie viele Muskelgruppen trainiert werden. Wir wissen nichts darüber, wie nah am Versagen trainiert wird, wie viele Pausenzeiten gemacht werden. Wir wissen gar nichts darüber. Das heißt, so eine pauschale Aussage, 60 bis 90 Minuten Training macht katabol, ist Bullshit. So ist völliger Blödsinn und ich werde euch jetzt erklären, worauf ihr euch viel eher konzentrieren solltet. Ich gebe euch nur noch mal kurz ein Beispiel, dass ihr es versteht. 90 Minuten Spiel, wir nehmen jetzt Fußball, hat nichts mit Muskelaufbau zu tun, ist mir scheißegal. Nachspielzeit dürften sie nicht mehr spielen. Da gehen sie katabol, da sterben sie uns weg, Freunde. Und genauso der Stürmer, genauso wie der Torwart, weil sie waren ja 90 Minuten beide auf dem Feld. Macht ja keinen Sinn. Nur, oder der auf der Bank sitzt, der war doch auch 90 Minuten im Stadion. Der geht katabol, der Junge. Macht keinen Sinn. Verstehst du? Also nur weil jemand im Gym ist 90 Minuten, hat keine Aussagekraft. So, worauf ihr euch eher konzentrieren solltet, das ist so ein bisschen Ziel. Abhängig natürlich auch, wie ihr trainiert, aber damit ihr einen praktischen Ansatz habt, ist folgendes. Ihr solltet nur so lange trainieren, wie ihr das System, was ihr belasten wollt oder trainieren wollt, auch noch treffen könnt. Ganz grob gesprochen. Ja, das kann jetzt jemand sein, der mit Kraft, mit dem Ziel ins Training geht, dass er Kraft aufbauen möchte. Das kann jemand sein, der mit dem Ziel ins Training geht, dass er Muskeln aufbauen möchte, also Hypertrophie erzeugen möchte. Ich gehe auch noch einen weiter und sage, das ist jemand, der möchte seine Technik verbessern im Tischtennis spielen oder Badminton oder im Kampfsport, beim Judo. Die drei Szenarien haben wir jetzt. Und dann gucken wir uns mal an, wo dieser Punkt erreicht wäre. Also den, den ich gerade genannt habe, dass man eben das System, was man verbessern möchte, gar nicht mehr ansteuern kann. Also man kann gar keine effektiven Reize mehr setzen. Dann sollte man definitiv mit seinem Training aufhören und dann ist kein kataboler Punkt erreicht, aber dann ist einfach ein Punkt erreicht, wo alles, was du danach machst, das Verletzungsrisiko erhöht, deine Erschöpfung unnötig erhöht und du keinen Vorteil mehr davon hast. Und dann sollten wir aus dem Training rausgehen. Gucken wir uns das Thema beim Thema Kraft an. Also um Kraft zu trainieren, das wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle, sollten wir in einem ungefähren Intensitätsbereich von, ich sage jetzt mal grob, 75% bis 90% trainieren. Das sind meistens so zwischen 3 bis 8 Wiederholungen. Wenn wir eher Richtung 90% gehen, sind wir eher bei 4-3 Wiederholungen. Wenn wir Richtung 75% trainieren, sind wir so bei 6-7-8 Wiederholungen. Und wenn wir jetzt trainieren, ins Training gehen und machen da unsere Sätze und ab einem gewissen Punkt sind wir gar nicht mehr in der Lage, Sätze zu machen mit, sag ich mal, 5 bis 8 Wiederholungen und 75%, wir fallen darunter, dann macht es keinen Sinn, weiterzumachen, weil das, was wir danach machen, hat jetzt keinen direkten, ganz krassen Impact mehr auf Krafttraining, jetzt pures Krafttraining. Als grobe Richtlinie, wenn ihr jetzt ins Training geht und nur Krafttraining macht,
Lass es mal 10 bis 20 schwere Sätze sein, die ihr machen könntet, wenn ihr nur Krafttraining macht. Das kann sein, ihr geht zum Beispiel, gucken wir uns mein Beugetraining zum Beispiel an, ihr geht rein ins Training, ihr macht 6 Sätze Kniebeugen, meine Kniebeuge ist im Moment in diesem Krafttrainingsbereich, 6 Sätze davon, dann hebt ihr noch, vielleicht Romanians, die gehen bei mir schon eher so ein bisschen weg vom Kraftthema, aber ich sage jetzt einfach mal 3-4 Sätze Romanians, habt ihr 10 Sätze, ja, und dann macht ihr vielleicht noch eine Zusatzübung, dann seid ihr genau zwischen diesen 10 und 20 Sätzen pro Workout, wenn ihr wirklich nur Kraft trainieren wollt. Danach macht es wahrscheinlich meistens keinen Sinn mehr. Aber die meisten von euch gehen ja nicht mit diesem Fokus ins Training. Meistens die erste Übung und die ersten 2 Übungen haben so einen Kraftfokus, wo ihr niedrigere Wiederholungen macht. Das meiste danach ist aber eher Hypertrophie oder zielt auf Hypertrophie ab. Und was heißt das für Hypertrophie? Also wann wäre da der Punkt erreicht, wo ihr nicht mehr weiter trainieren solltet? Wenn ihr eure Zielmuskulatur nicht mehr vernünftig ansteuern könnt und eure Zielmuskulatur nicht mehr der Faktor ist, warum ihr eben nicht weiter trainieren könnt. Das könnt ihr euch so vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr jetzt wirklich ein krass intensives Training habt, ihr knallt die Brust richtig weg, vielleicht noch Schulter, dann noch Rücken und dann merkt ihr irgendwann, ihr könnt euch gar nicht mehr, ihr werdet schlapp, ihr könnt euch gar nicht mehr richtig in den Muskel reinfühlen, ihr könnt gar nicht mehr richtig ansteuern, weil ihr einfach am Arsch seid. Und dieser Punkt, vielleicht kennt ihr den, wo ihr dann so wirklich Konzentration auch verliert, Pump geht weg, so das Gefühl geht weg. Das ist auf jeden Fall der Punkt, wo es keinen Sinn mehr macht, weiter zu trainieren. Und um den Punkt, jetzt einfach nur als kleiner Exkurs auch nochmal, wenn ihr jetzt ein Training habt, wo ihr Oberkörper trainiert, das heißt Brust, Rücken, Schulter und Arme in einer Einheit, wenn ihr immer zu oft oder zu nah an diesen Punkt kommt und eigentlich noch eine komplette Muskelgruppe offen habt, das sind bei mir meistens immer die Arme, also wenn ich Brust und Rücken trainiere, danach ist meistens der Punkt, wo ich denke so, oh Digga, deswegen sehen die Dinge auch so aus. Aber wenn das immer der Fall ist und ihr wollt aber Arme aufbauen, dann müsst ihr um den Punkt so ein bisschen rumjonglieren, dass ihr alle Muskelgruppen auf jeden Fall mal davor trainiert habt oder ihr müsst euer Training generell so ein bisschen tagweise umstellen. Aber es macht keinen großartigen Sinn mehr. Ich mache zwar dann trotzdem noch die letzten Sätze für Arme durchknallen, weil ansonsten kommen Arme bei mir nicht mehr dran. Das ist halt so ein Kompromiss. Also ihr dürft auch weiter gehen als dieser Punkt. Aber ab diesem Punkt wird es langsam sinnlos. Vor allem, wenn ihr eine Muskelgruppe auch schon richtig trainiert habt, dann noch darüber hinaus zu trainieren, macht einfach keinen Sinn. Ich hoffe, es ist klar geworden bei Hypertrophie. Der Punkt, wenn ihr euch wirklich nicht mehr auf die Muskulatur konzentrieren könnt, sie nicht mehr antreffen könnt, weil euer gesamter Körper einfach in Anführungszeichen ausgelaugt ist. Ich denke, ihr kennt dieses Gefühl. Nächstes Thema, was ich gerade angesprochen hatte, technikaffinere Sportarten, sei es Gewichtheben, ist ja zum euch auch noch relativ nah an uns, oder sei es ein Kampfsport, oder sei es, jeder hat ja früher mal irgendwie so eine komische Sportart gemacht, die jetzt nicht Kraftsport war, also irgendwas, wo man Schläge in der Hand hat oder irgendwie was Technisches macht. Ihr kennt das, glaube ich, alle, wenn man eine Zeit lang trainiert oder auch vielleicht bei einem Spiel, man hatte jetzt ein Spiel, ein Turnier, mehrere Spiele hintereinander mit irgendwas und irgendwann kommt der Punkt, wo man sloppy wird. So man verlässt sich eigentlich auf den Körper, dass jetzt die Bewegung kommt, aber beim Badminton, man schlägt daneben. Oder der kommt nicht immer so, wie der kommen soll. Oder du läufst und du knickst irgendwie um, das Bein knickt weg, du wolltest eigentlich in eine andere Richtung und der knickt irgendwas weg. Das heißt, du kannst koordinativ diese Feinheiten, die du eigentlich brauchst in der Sportart, beim Kampfsport, ja, beim Kampfsport ist es schwierig, da passiert so viel, aber sagen wir mal im Boxen, du kriegst dann dauernd in die Fresse, obwohl du vorher vernünftig die Reflexe hattest auszuweichen, dann ist der Punkt gekommen, wo das Verletzungsrisiko so krass erhöht wird und du davor so viel Reize gesetzt hast, dass der Körper auch sagt, ist finito. Also folgendes, merkt euch, Training könnt ihr so lange machen, solange das Training für das, was ihr haben wollt, noch effektiv ist. So, macht einfach Sinn. Und als grobe Voraussetzung kennt ihr aber auch im Bereich Krafttraining und Hypertrophie ja meine Satzzahlempfehlung, also dieses Wochenvolumen. Darüber hinaus solltet ihr natürlich nicht gehen, nur weil jetzt in einer Einheit noch mehr geht. Wenn ihr nachher aufs Gesamte so viel Volumen habt, dass ihr nicht mehr regenerieren könnt, macht keinen Sinn. Das heißt, da schon noch an diese 10 bis 30 Sätze pro Woche, also effektive Sätze pro Woche halten. Bei kleineren Muskelgruppen was mehr, bei größeren weniger. Das kennt ihr schon aus den anderen Videos. Ich weiß nicht, Tobi, verlinkst du die hier irgendwo? Bestimmt. Die sind hier auch bestimmt irgendwo verlinkt. Vielleicht mal meine Krafttrainingsserie von früher, wo ich alles nochmal so durchgegangen bin, was Volumen und Frequenz und so angeht. Wenn euch das interessiert, guckt euch gerne an. Da gehen wir nochmal ein bisschen deeper ins Detail. Im heutigen Video ging es ja nur darum, wie lange ihr im Training sein solltet. Und wenn ihr die Zeit habt, von einer halben Stunde, wenn ihr nur so viel Zeit habt, bis zu theoretisch 2,5 Stunden, ist eigentlich alles möglich. 2,5 Stunden natürlich dann eher, wenn ihr kürzere Pausen macht, wenn ihr vielleicht zwischendurch noch mit wem labert oder so, aber ihr seid nicht an eine Zeit gebunden. Wenn ihr wirklich effektiv trainiert, kann die Grenze schon so bei maximal 2 Stunden, sollte die, glaube ich, schon legen. Darüber hinaus
würde es mich wundern, wenn ihr noch wirklich effektive Trainingsreize setzen könnt, wenn ihr wirklich mit kürzeren Pausen effektiv trainiert. Und wollte ich noch was sagen? Ich muss mal kurz auf mein Zettelchen gucken. Ja. Nee, ich glaube, ist alles gesagt. Also ich denke, ist klar geworden, orientiert euch nicht nach der Zeit, sondern orientiert euch an einem effektiven Trainingsreiz im Gesamtbild von dem, was wir eben angesprochen haben, Gesamtvolumen, Frequenz etc. pp. Ich hoffe, ich konnte euch das Video weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn das Video gefallen hat, auch einen Daumen hoch geben. Nicht vergessen, im Spring Sale vorbeischauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace.